bester Morgen ever. Wir saßen hier zusammen und haben gebrainstormt, was man dem Chef zum Geburtstag, also was er beim Geburtstagessen mitbringen soll. Dann hat er von Matt gesprochen. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich Hunger auf Matt. Und dann hat er gesagt, geh los, hol Matt. Genau das haben wir jetzt getan. Ich zeige euch mal, was wir geholt haben. Da, über 1000 Gramm Matt. Ein bisschen Käse für den Vegetarier unter uns. Butter und die Zwiebeln sind gerade in der Küche und werden geschnitten. Und das ist der große Spender. Das ist der Hobi. Was möchtest du von mir? Ich kann kein Spanisch sprechen. Könntest du mir bitte die Bändchen aus die Box holen? Du weißt, ich habe keine Finger. Oh, vielen Dank. Und jetzt schmeißt du das Bändchen. Heute ist ein schöner Tag. Oh, ist das okay für dich, wenn du in meinem Video bist? Das ist in Ordnung. Okay. Heute ist ein schöner Tag, weil ich habe heute auf der Arbeit Besuch von der lieben Diana. Ihr Kanal Diana2407. Ich hoffe, ihr kennt sie. Wenn nicht, geht hin und abonniert gefälligst, ja? Sie ist die Fashion Queen aus Deutschland. Und wir gehen jetzt schön Schuhe gucken. Diana, du darfst doch mal Hallo sagen. Hallo. So, jetzt muss ich mal... Wir sind nämlich im Ortsbüro hier in Düsseldorf. Und wir haben uns eine... Also einmal ein Wasser. Schon mal ein... wie heißt das? Coleslaw. Eine Limo, eine selbstgemachte Limo in diesen stylischen Gläsern. Oh, die Diana hatte das schon drapiert für, Instagram. Und jetzt warten wir auf unsere Burger. Ja. Übrigens, wenn ihr Diana noch nicht kennt, abonnieren. Ihr Kanal heißt Diana2407 hier auf YouTube und sie ist die Fashion Queen aus Deutschland. Danke. Es ist Freitagabend und ich bin irgendwie total froh, dass Wochenende ist, weil nach der Karnevalszeit habe ich extrem schlecht in die Arbeitswoche reingefunden und der Stress kollidierte dann mit meiner Unkoordiniertheit und deswegen bin ich froh, dass Freitag ist. Und vielleicht hört ihr es im Hintergrund schon, ich lasse Badewasser laufen und habe mir hier schon so mein kleines Lager aufgebaut. Ich zeige es euch mal. Da habe ich mir schon ein Plumo hingelegt und ein Kissen und mein PC hingestellt und werde auch gleich noch ein bisschen Licht, also das heißt Licht, Kerzen anmachen. Und ja. Ich werde gleich übrigens mit diesem verwöhnbaren Salz Macadamia Nuss Karité Butter von Alverde baden. Schenkt wohltuende Entspannung. Ja, schauen wir mal. Heute ist Samstag und ich gucke gerade Shopping Queen. Und ich habe mir übrigens ein bisschen Frühling geholt für ins Haus. Da seht ihr ein paar Tulpen. Ja, da habe ich mich schon mal vorbereitet, was ich gleich alles machen will. Also Nägel lackieren und Zeitschriften lesen. Und hier ist übrigens mein allererstes Chili Sin Carne. Ja, ich habe Fleisch gegen Soja getauscht und es schmeckt gar nicht mal so schlecht. Und ich weiß nicht, ich liebe ja jeden Samstag, wenn diese Blättchen kommen, da raste ich vollkommen aus und das wird gleich meine liebste Samstagsbeschäftigung. Die lese ich dann durch. Ja, und sonst war es das. Und das schnibbelt euch zusammen und dann geht's wieder ein Follow Me Around. So, macht es gut. Es ist Samstagabend und ich muss es euch zeigen. Ich bin mit der Grace, mit der Sarah und mit der Joy essen. Und wir hatten erstmal alle unsere Handys raus, nur unser Essen fotografieren. Die Sarah hat hier einen Flammkuchen und eine Käselauchsuppe. Die Grace hat auch einen Flammkuchen und die Joy hat einen Burger. Und ich habe und Pommes. Ich möchte mal zeigen, wie... Übrigens habe ich meine Nägel schön. Und die sind so wie diese Sticks, die man verkaufen kann. Wie geil. Und das hier ist meine eigentlich rosa Granatenhelle. Und die esse ich jetzt.
Es wird sicher langweilig, aber ich sitze schon wieder vor dem Mamiwa. Jede Woche einmal muss drin sein. Übrigens war ich jetzt die letzten 2 Wochen nicht mehr. Und ich sitze wieder mit der gleichen Crew wie jede Woche hier. Nämlich mit dem Herrn Mützenmann und mit der Ari. Und wir warten jetzt darauf, dass wir endlich rein... Was? Was hast du gesagt? Nix. Mach da deinen Kaffee. Und also ich werde wieder essen eine Yasai Minchi. Aber ich glaube, der Sven ist heute etwas anderes. Ja, gibt es bei euch auch so Sachen, die ihr total gerne esst, die ihr dann jede Woche einmal essen müsst? Da sind keine Drogen drin. Oh, vielleicht doch. Und die ihr jede Woche essen müsst. Und schreibt es mir in die Kommentare, was euer Suchtessen ist. Also meins ist definitiv Yasai Minchi mit Ei. Ja. So. Möchtet ihr noch irgendetwas an die Menschheit wenden? Also irgendwas sagen? Nein, danke. Der Mützenmann sagt nein, danke. Und die Ari sagt Hallo. Ach so, ist super hier. Wir sind im Okini, es ist Sonntagabend. Ich bin hier mit der Joy und dem Sven. Und wir haben total Stress, weil wir sind ohne Reservierung hier und haben nicht so viel Zeit zum Essen. Und deswegen legen wir jetzt los. Lecker Gyoza und Sushi. Und wir haben auch schon mal eingeloggt für gleich, was wir dann essen. So, jetzt geht's los. Wir haben Hunger.